Yo Leute, was geht? Ich bin Miguel Pablo. Nee. Ich bin Pablo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr am Titel erkennen könnt, gibt es heute endlich mal wieder eine XXL-Haul von mir. Und bei dieser XXL-Haul hat die Vorbereitung ein bisschen länger gedauert als sonst, weil es mega krasse Sachen gibt. Aber bevor wir zur XXL-Haul kommen, habe ich noch etwas mega cooles für euch zu Weihnachten geklärt. Und zwar stand es tausendmal als Top-Kommentar, weil viele von euch wissen, dass ich eine Partnerschaft mit DevShop habe. Und mega viele haben sich einen Gutscheincode für DevShop gewünscht. Und es war halt sehr schwer umzusetzen. Und Leute, ich muss euch etwas sagen. Ich habe einen Gutscheincode für euch! Und ja, Leute, es sind nicht 5%. Es sind auch nicht 10%. Es sind 15%! Und der Gutscheincode geht ab jetzt bis Sonntagabend, also 3 Tage, extra zu Weihnachten. Dachte ich, das wäre eine mega coole Aktion. Habe ich mit dem DevShop-Team abgeklärt. Grüße an euch. Und jeder einzelne von euch kann diesen Rabattgutschein auf alle Artikel auf DevShop anwenden. Und ihr wollt wissen, wie der Gutscheincode lautet? Dann gebt jetzt dem Video alle einen Daumen nach oben. Leute, liked jetzt ehrlich für diese Aktion. Ich warte so lange, bis ihr geliked habt. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle geliked für diese Aktion. Der Gutscheincode heißt BOOM! mpablo98, gönnt euch alle Leute und dann alle Hater. Ihr könnt ihn auch ruhig verwenden. Also lasst es Likes dafür regnen, Leute. 40.000 Likes für den Gutscheincode, Leute. Einmal müsst ihr mir gönnen, ich tue euch was Gutes. Und jetzt zeige ich euch ein paar coole Sachen von DevShop, die ihr euch mit dem Gutscheincode holen könnt. Und ganz am Ende zeige ich euch etwas mega Krankes, worauf ich extra für diese XXL-Haul gewartet habe. Und zwar einmal neue Yeezys! Viele werden sie schon am Karton erkennen, aber die packe ich erst am Ende aus. Dann wisst ihr, welches Colorway sind 750er, wie man sieht. Und dazu zeige ich euch am Ende der Haul auch ein ultra krankes Oberteil, und zwar das hier. Das packe ich auch im Laufe der Haul aus, passend zu den Yeezys von Off-White. Auch eine sehr begehrte Marke. Aber kommen wir erstmal zu den anderen Outfits. Den ersten Pulli habe ich schon an. Gibt's bei DevShop. Ist von der Marke Grimmy oder Grimy. Und was ich bei dem ultra fresh finde, ist halt dieser rote Arm und der Rest halt all black. Und kommen wir direkt zum nächsten Oberteil, und zwar ist es das hier von Lacoste. Feiere ich auch in letzter Zeit extrem. Viele von euch kennen ja auch schon meine Bomberjacke von Lacoste. Wer mir auf Insta folgt, hat die eh schon gesehen. Also folgt mir einfach auf Instagram, Leute. Und weil viele mich immer nach einer Winterjacke fragen, ich stehe übel auf Hellwinterjacken, zum Beispiel auf diese von Six June, auch in schwarz mit beigem Fell. Mit der kann man im Winter nichts falsch machen. Ist auch oversized. Hier auch nochmal das Bändchen mit der Marke drauf. Die gibt es auch auf der Shop. Ich versuche euch alle Sachen, die ich finde, in der Beschreibung zu verlinken. Zu dem Beige kann man auch richtig gut die Yeezy Oxford Tan tragen. Hier sind sie, das Ganze trage ich mit einer schwarzen Skinny Jeans. Und ich zeige euch kurz das ganze Outfit. Tschüss. Habe ich nochmal cool mit dem MCM-Bag kombiniert. Ach ja, und ihr braucht auch nicht unbedingt Yeezys für das Outfit. Als Alternative reichen auch chillige schwarze Huarachis oder einfach andere schwarze Sneaker. Und falls euch schwarz nicht so gefällt bei der Winterjacke, die Jacke gibt es auch noch in einem chilligen Olivgrün. Ich zeig's euch eben. So sieht sie aus. Ist auch eines meiner Lieblingswinterjacken. Viele fragen mich auch immer, woher ich die habe. Ist auch von der Marke Six June. Könnt ihr euch easy mit dem Gutscheincode holen, falls ihr eine Winterjacke wolltet. Und bevor wir endlich zu den neuen Yeezys und den Off-White Pulli kommen, kommen wir noch zu ein paar chilligen anderen Outfits. Einen Moment, Leute. Und zwar zum Beispiel der Hoodie. Ist so ein greller rosa Farbton, aber bei dem gefällt mir der Schnitt richtig gut. Und hier an den Ärmeln steht er halt auch über. Und der hat hier halt noch so einen Oversize-Schnitt. Also ist meine Größe für all die Vollidioten, die denken, ich kaufe die Klamotten zu groß. Das ist extra so geschnitten, Leute. Und zu dem Hoodie feiere ich diese Jeans extrem. Einfach so eine hellblaue mit diesem Biker-Muster. Kennen viele schon von mir. Und viele haben mich auch gefragt, woher ich die habe. Die ist von Kaylin Sons. Habe ich auch von der Shop. Genauso wie der Hoodie von Six June. Oder man kombiniert es einfach mit der hier. Die ist neu und im chilligen Braunton. Ist von derselben Marke wie die von dem Hoodie. Und Leute, den Pulli gibt es auch in mehreren Farben von derselben Marke. Und zwar einmal in grün und noch einmal in dunkelblau. Ist auch mega chillig. Und einmal in so einem bräunlichem Rot. Die Farbe ist auch fresh und nice. Apropos fresh und nice, Leute. Der MP-Shop. Erster Link in der Bio, Leute. Fresh und nice. Ihr wisst, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Mit dem Pulli, Leute, seid ihr automatisch hübscher.
Nein, ich mache nur Spaß. Kurz Werbung für mein Merch. Aber ihr wisst Bescheid. Erster Link in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir endlich zu meinen neuen Yeezys. Aber wo sind die Yeezys, Alter? Digga, wo sind die Yeezys, Mann? Pikachu, weißt du, wo die Yeezys sind? Wow! Hier sind sie, Leute. Kleiner Spaß, ich öffne sie jetzt für euch. Ich bin heftig aufgeregt, weil wie viele wissen, packe ich die Sachen ehrlich nicht aus bis zu Haul. Ihr könnt es auf Instagram, auf Snapchat sehen. Ich warte immer erst, bis ich diese Haul drehe, dass ich die Sachen endlich auspacken kann. Also bin ich genauso aufgeregt wie ihr. Okay, und packen wir endlich aus, Leute. Es sind die Triple Black, Leute. Gehören zu den begehrtesten Yeezys. Und ich wollte halt einen mega chilligen Winterschuh. Und das sind meiner Meinung nach auch die freshesten Yeezys von den 750ern. Die Grey Gun finde ich aber auch chillig. Für die, die sie nicht kennen, die haben halt hier vorne so eine Schnalle und sind aus echtem Wildleder. Und sind halt 100% legit. Kann man auch unten an den Punkten mit den Strichen drin erkennen. Hier auch nochmal die Footlocker-Rechnung. Ich habe sie auch im Resale bekommen. Also danke auf jeden Fall an meinen Kollegen David, der mir sie mal legit besorgt. Und jetzt kommen wir auch endlich zum Off-White-Hoodie, die passen zu den Yeezys. Den habe ich auch Resale bekommen, weil der überall ausverkauft ist. Und ich wollte unbedingt den haben. Und zwar ist es der hier. Wow! So sieht der aus, Leute. Der war auch relativ teuer, aber ich wollte ihn mir unbedingt holen, weil ich die Marke Off-White heftig feiere. Für die, die Off-White nicht kennen, zum Beispiel Justin Bieber trägt die oft. Der ist übrigens auch 100% legit. Man sieht hier das Etikett. Und wer sich auskennt, weiß, dass der Off-White Hoodie und die Yeezys nicht fake sind. Und viele sagen ja immer, yo, du machst Justin Bieber nach. Oder du machst den nach oder den nach. Und das Ding ist, Justin Bieber zum Beispiel ist ein Style-Vorbild. Das verstehen viele nicht. Genauso wie ich ein Style-Vorbild für viele andere bin. Es ist doch nicht schlimm daran, denen die Sachen nachzukaufen. Dafür ist Promo doch überhaupt da. Stellt euch vor, jemand trägt einen Pulli, den ihr richtig feiert. Irgendein Sänger, irgendein YouTuber. Und die dürft ihn die Sachen nicht nachkaufen, weil die ihn sonst nachmacht. Ich kann Justin Bieber zum Beispiel gar nicht nachmachen. Weil er genauso wie Kanye West oder andere Style-Vorbilder für mich sind. Von denen holt man sich die Tipps. Ich bin genau wie jeder andere von euch. Ihr holt euch auch die Tipps von anderen. Zum Beispiel von mir, von Justin Bieber, von Kanye West. Man inspiriert sich halt daran. Und jetzt kommen wir endlich zum ultimativen Outfit. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat diese XXL-Haul gefallen. Es war mehr oder weniger so eine Winter-Haul. Auf den Off-White-Hoodie und auf die Yeezys habe ich so lange gewartet, um die euch endlich zu zeigen. Ist zurzeit mein neues Lieblingsoutfit. Vergesst nicht den Gutscheincode mpablo98 für DevShop. Wie gesagt, ich habe davon nichts, es ist für euch. Gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, falls euch die Haul gefallen hat und falls ihr die Sachen fresh fandet. Und schreibt einen Kommentar mit eurem Lieblingsteil und vergesst auf gar keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich hoffe, ihr findet es auch chillig, dass ich das immer mit Humor mache, mit meiner verrückten Art, weil viele machen ja auch Fashion-Videos und machen die dann mega langweilig oder ernst. Und ich versuche das halt ein bisschen lustiger zu gestalten, auch mit den Effekten und so. Und ich wünsche euch alle frohe Weihnachten, falls ihr uns nicht mehr sehen. Falls ihr nichts von mir verpassen wollt, folgt mir auf Instagram und Snapchat. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein!